Moin Leute, herzlich willkommen zur Spieltagsküche. Heute gegen die Wölfe aus Wolfsburg. Mein Gast heute aus gegebenem Anlass, ein ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter, Peter Gagelmann. Moin Peter. Moin, grüß dich, hallo. Hi. Ja, wir sind heute hier, um ein bisschen Entenbrust zu machen. Ja, Videobeweis, Bundesliga, schönes Thema, aber jeder zieht sich momentan daran hoch. Aber auch aus gegebenem Anlass sind halt mittlerweile viele Spiele, die verpfiffen worden sind. Und einige sagen halt, es liegt daran, dass nicht unbedingt immer die Tatsachenentscheidung angezweifelt wird, sondern rückwirkend verschiedene Entscheidungen angezweifelt werden. Und also ich glaube, die Problematik ist in erster Linie, dass die Leute natürlich auch nicht genau wissen, wann der Videoschiedsrichter eingreift und wann nicht. Und das ist da eben ein Projekt der FIFA und eine Geschichte, die natürlich im Prozess ist. Es ist ein Experiment und wie es immer so ist beim Experiment, läuft nicht alles von Beginn an. Das muss sich entwickeln. Ja, wir befinden uns ja in der Bundesliga und das ist ja nun nicht nur Millionen, sondern mittlerweile Milliardengeschäft. Und da einfach mal so ein bisschen zu experimentieren, das finde ich schon sehr heikel und sehr gewagt. Ich glaube, man muss Dinge erstmal ausprobieren und dann zu gucken, was kann man denn verändern, dass es vielleicht noch besser wird. Ich habe so ein bisschen Angst, dass da das ganze der Spaß an einem Spiel verloren geht. Dass wenn jetzt immer ein Foul ist, dass sich nachher das so entwickelt, dass du alle 10, 15 Minuten Videobeweis. Genau das wollen wir ja auch nicht. Deswegen sagt man ja nur noch die glasklaren Geschichten und nicht die Dinge, die man diskutiert. Und wie sah es bei dir aus zu der aktiven Zeit? Ich meine, da gab es zum Glück noch keinen Videobeweis. Ich kann dir so sagen, mir fallen gleich 5, 6 oder vielleicht sogar 10 Spiele ein, wo ich gerne den Videoschiedsrichter gehabt hätte, wo ich im Nachgang des Spiels in der Kabine dann eine Szene gesehen habe und gedacht, um Gottes Willen, wieso hast du das im Spiel komplett anders wahrgenommen, als die Fernsehbilder das zeigen? Also insofern, ich hätte ihn mir schon manchmal gewünscht. Es soll halt auch ein Backup für den Schiedsrichter sein, eben diesen extremen Druck, den der Schiedsrichter ja mittlerweile auch ausgesetzt ist, den so ein bisschen zu nehmen, eine wahnsinnige Entscheidung zu treffen, die für eine Mannschaft katastrophal ist, ja. Und für den Schiedsrichter genauso, weil er dann so gebrandmarkt ist, dass er vielleicht nie wieder einsetzbar ist. Du warst ja nun eben sehr selbstkritisch und sehr ehrlich. Meinst du, dass die Schiedsrichter alle sich selber eingestehen sollten, wenn sie Fehler gemacht haben? Oder geht da ein bisschen die Autorität verloren an den Schiedsrichter? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das sieht man ja auch, dass die Schiedsrichter immer mehr auch sich vor die Kamera stellen und die Dinge erklären aus ihrer Sicht. Aber die Problematik ist, wie auch bei den Spielern, dass man natürlich sehr subjektiv die Dinge auch für sich wahrnimmt. Ja. Wenn das weiter so geführt wird, wie es jetzt geführt wird, wird das irgendwie nachher zu statisch und der ganze Spielablauf des Fußballs wird zu sehr unterbrochen, wenn jede Sekunde irgendwas abgepfiffen wird. Ja, das ist ja der Weg, den man jetzt finden muss, eben nicht jede Situation zu diskutieren. Aber wo fängst du an und wo hörst du auf? Wenn du jetzt zum Beispiel spielst Hertha BSC gegen Werder Bremen, ja. Da hat Thomas Delaney im Mittelkreis jemanden beim Hochkommen in den Ellenbogen gegeben. Und ja. 5, 6 Spielzüge später wurde erst abgepfiffen, dann das Tor aberkannt. In dem Fall sagt halt das Protokoll der IFAB, jeder Ballgewinn, der dann zu einem Tor führt, und das war ja der Zweikampf zur Balleroberung, ja, für den Angriff, der wird natürlich nochmal überprüft. Das heißt, wäre jetzt kein Tor gefallen, dann hätte man das auch nicht überprüft, dann hätte es auch die gelbe Karte, genau, für Delaney, genau, nicht gegeben. Sollte man das dabei belassen, dass es einen Videoschiedsrichter in Köln gibt, wo man die Kommunikation hat? Oder sollte einer, der vierte Offizielle, der im Stadion ist, dass der vielleicht unten in der Kabine sitzt, wie es in den USA, in der NFL ist, geht der Schiri hin, guckt in die Kabine, überzeugt sich selber davon, dass man den Videoschiedsrichter im Endeffekt weglässt und nur diesen Schiedsrichter, der selbst vor Ort ist, die Challenge machen lässt? Also ich glaube schon, dass es jemand sein muss, der von draußen drauf schaut, weil es manchmal auch zu komplex ist. Ob der in Köln sitzt oder im Stadion, ist völlig egal. Wenn die Kommunikation da ist und die Technik funktioniert, ist völlig egal. Dann kann der auch in New York oder in Australien sitzen. Jetzt sind wir hier fast fertig, jetzt müssen unsere Gäste auch bald kommen. Ach, guck mal, komm, rede mal vom Teufel, da sind sie schon da. Hallo. Moin. Hallo. Grüß dich, hallo, ich bin Peter. Ich bin Stefan, moin. Hallo. Grüß dich. Das sind unsere Gäste, jetzt können wir gleich schon anrichten. So, guten Hummer. Habt ihr das Spiel gesehen, das Pokalspiel? Ja, natürlich haben wir das gesehen. Ist das ein Problem, Videobeweis? Wird das gut gelöst? Ist es noch in der Erfindungsphase?
definitiv in der Findungsphase. Pfeife auch zur ersten Kreisklasse. Mhm. Und ja, ich sag mal, ich bin ganz froh zur Zeit, dass ich da noch keinen Videobeweis habe. Für mich Thema nochmal Pokalspiel. Leverkusen, Kruse, der Ellbogen, den er ganz klar ins Gesicht bekommt, wo der Schiedsrichter auch nicht weit von weg steht. Wenn er sich da unsicher ist, finde ich gerade, ist ja eine entscheidende Spielsituation, dass da, wenn er sich unsicher ist, zu dem Videoassistenten greifen kann. Absolut. In der Situation war es so, dass der Marco Fritz, ich habe auch mit ihm telefoniert schon, eine klare Sicht drauf hatte und hat diese Bewegung gesehen, diese Drehbewegung. Wir haben da in der Küche eben auch schon drüber diskutiert, da flogen schon fast die Teller. Dass in einer Drehbewegung auch ein Arm mal natürlich seitlich geht. Und dass er, für mich war es eher ein Unfall, als eben, dass es ein klares Vergehen war. Und so hat er es eben auch wahrgenommen. Für ihn war es eben auch nicht ganz klar. Und deswegen hat er gesagt, weiterlaufen. Und das fand ich auch in Ordnung. So, dann machen wir mal einmal kurz Break bei der Diskussion, bevor das hier zu hitzig wird. Ich hoffe, dass wir die Hitze mitnehmen in das Spiel gegen Wolfsburg und dass ja, die Wölfe diesmal im Schafspelz bleiben und harmlos nach Bremen kommen. Und so wir hier eigentlich ein entspanntes Spiel sehen und mit einem Sieg für Werder diesmal nach Hause gehen, vielleicht auch ohne Videobeweis.